zusammen und herzlich willkommen zur 249. Folge vom Let's Play Onze 2. Onico Simulator mit mir, Aurelien und Risa. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Bad Tügelsdorf 2020 und fahren jetzt die zweite Nachtbuslinie, und zwar ist es die Linie N7. Sie führt uns vom Schweigerother Platz nach Markgraf Berthold Platz. Fahrzeit um ungefähr zwischen 40 bis 45 Minuten. Unser Fahrzeug ist das Solaris Urbino 1811S, also mit dem Moki-Dashboard, also Viertürer. Wir fahren im Stettin Repaint. Das Wetter ist Stuttgart, wir fahren es auch direkt los und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Und der Bus hat ein Void-Getriebe. Kapelle, Behördenzentrum. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Nachtbuslinie N7. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr Busfahrer und Sie sitzen in einem Solaris Urbino 1811S mit dem Moki-Dashboard. Unsere Fahrt führt uns vom Schweigerother Platz nach zum Berthold Platz. Und ja, ich wünsche Ihnen allen eine sichere und angenehme Fahrt mit mir, Julian Rieser, Ihrem Busfahrer. Falls irgendwelche Fragen oder anderen kamen, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehe ich auch als Nachtbusfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Und bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, euch allen draußen geht es soweit gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Und YouTube hat sich gerade eben aktualisiert. Und wir haben die knapp 45.200 Aufrufe geschafft. Also das ist echt der Wahnsinn. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und Herz geht an euch alle raus und einen dicken, fetten Applaus. Kleine Dollenstraße. Applaus für euch. Ihr macht einen tollen Job. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch.
danach müssen wir nur noch eine einzige Nachtbuslinie fahren, und zwar die Linie N14. Und dann haben wir diese Themenwoche auf dieser Karte auch alle Linien komplett abgefahren. Wahnsinn. Och, Omsi. Ja, das Lachlaut. Alter Schwede, ist die Performance gerade in den Keller gegangen, ist der Bus einfach zu hüpfen. Das passiert eigentlich nur, wenn die FPS halt unter 10 geht. Unter den 10 FPS. Lange Straße, Badener Weg. Lange Straße, Malger Weg. Lange Straße, Arbeiterweg. Alte Ziegelei. Alte Ziegelei, nein, das ist Friedensstraße gewesen. Ja, das geht schon. Knickschuss ist schon gut. Stadtklinik. Nein, es ist Bismarckplatz.
Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Was? Was ist der Route 3? Haus des Intendanten. Bismarckplatz, wo doch jetzt. Königsring. Bismarckplatz kommt Königsring. Stimmt. Mein Puls hat schon wieder 24 Grad.
Lange Straße, Badener Weg. Lange Straße, Malgerweg. Wow, Amsi. Auch niemand mit. Haben wir heute wieder eine Leerfahrt. Auch schön. Lange Straße, Arbeiterweg. Ziegelei. Wo ist die Polizei, der RTW oder die Feuerwehr? Man hört es aber, man sieht es ja gerade nicht. Fiktiv, okay. Können wir auch die Zeit vorspulen. Stadtklinik.
Magst du denn Bosetta nicht auf der Karte? Einstein-Gymnasium. Natürlich, das ist ja klar. Sonnenblumenweg. Na, jetzt kommt die Kirche. Alte Mühle. Ah, Gegenbus. Wo ist er? Ja, ist eigentlich eine Solo-Buslinie, die Linie N1 war eine Gelenkbuslinie. Was bin ich auf der N1 gefahren mit dem Solo-Bus und hier auf einer Solo-Buslinie war ich mit dem Gelenkbus.
Müll, Fachhochschule. Och, Ormsee! Sind wir heute hier im Lex-Simulator oder was? Mich wirklich wie ein Rennfahrer in der Formel 1. So schnell wie ich hier durch Heinz in etwa 85 Stundenkilometer. Wahnsinn. Das war unser Bus, unser Solaris Urbino 18 FS. Also macht's gut, bleibt gesund, baut kein Mist und schwingt einen Hut. Tschüss! Und schaut wie immer gerne überall auf Social Media vorbei, ich bin überall vertreten, dann könnt ihr auch gerne eure Fragen an mich stellen. Ich bin ja für fast alles offen.